Tachchen, hier von der mobilen Bar. Wir sind mit unserem Aufzug hier hochgefahren. Nick Schenker noch bei mir. Hallo. Hallo. Warte mal, wir müssen noch ins oberste Deck. Ah ja, stimmt. So, jetzt sind wir angekommen. Penthouse-Etage für uns. Wir haben hier eine schöne Bar aufgebaut mit eigentlich allem, was der normale Haushalt immer zu Hause haben sollte. Was ist das wichtigste Utensil bei dir an der Bar? Der Shaker darf natürlich nicht fehlen. Ne? Ich sag mal, die meisten Sachen hat man zu Hause. Eben Schneidebrett, Messer. Es muss jetzt nicht so ein Spacey Rührlöffel sein, wenn es ein Latte Macchiato-Löffel ist, mein Gott. Ich dachte, der wäre für die Ohren, hätte ich jetzt zuerst gedacht. Kann man auch benutzen, aber weißt du, warum der überhaupt so gedreht ist? Nee, warum eigentlich? Das ist eigentlich ganz fancy, wenn man jetzt zum Beispiel einen Champagner-Cocktail hat, ja, und du willst den Champagner aufgießen und manchmal hast du vielleicht so eine Champagner-Flöte, die ein bisschen enger zugeht, dann stellst du den Löffel in das Glas rein und setzt den Champagner hier oben an. Okay. Erstens sieht es so ein bisschen show-off-mäßig aus. Toll, yeah. Die Ladies. Und zweitens läuft der Champagner wirklich in einem perfekten Strahl hier runter und nichts plätschert links und rechts. Und es geht genau dahin, wo es hingehört. Solche Tricks werden hier also angewendet. Und jetzt müssen wir natürlich auch tief in die Trickkiste packen, weil du hast keine ganz leichte Aufgabe von uns bekommen. Wir haben uns gerade Musik angehört. Wir haben einmal The XX mit dabei, mit den zarten, reinen, klanglichen Stimmchen. Mhm. Wir hatten Phoenix mit am Start. Mhm. Dann Van All Jay, der hat dir sehr gut gefallen, der Song. Geiler Track, definitiv, Hammer. Und Jungle aus London, die natürlich auch noch so was Imposantes, Mächtiges, Cooles haben an sich. Also da bin ich gespannt, wie du da jetzt rangehen willst. Ja, das ist, das heißt, okay, London, London Dry Gin, so, das habe ich mir schon mal so abgespeichert. Okay. Der erste Track war ja von Phoenix, deswegen würde ich sagen, starten wir mit Weintrauben. Ich verbinde irgendwie aus Frankreich, mit Weintrauben, ja. So, geil. Keine Ahnung, deswegen kommen die da rein und wir haben ja auch einen französischen Holunder-Sirup, ja, deswegen machen wir jetzt als Süßquelle auch ein bisschen Holunder rein. Das kann ja mal ganz schnell zu süß werden, oder? Das stimmt. Ja, das muss man so ein bisschen ausbalancieren. Das ist schon ganz wichtig, ja. So, jetzt würde ich einfach, um den Saft der Trauben hier rauszubekommen, das Ganze so ein bisschen anmörsern. Das kann man ruhig ein bisschen mit Gewalt machen. Das zweite wäre Basilikum. Gewalt ist doch eine Lösung. Hier muss man ganz zart mit den Blättchen umgehen, ja. Weil hier willst du die nicht zerstören, sondern, pass auf, ich mache mal den Vorher-Nachher-Test. Vorher. Böser Basilikum. Nachher. Boah. Die ganzen Poren öffnen sich beim Anklatschen. Ja? Und dann würde ich das im Prinzip jetzt einfach nur so nachdrücken. Okay, ja? Okay. So, jetzt habe ich hier ein spannendes Produkt. Ich habe ja dann gesagt, irgendwie habe ich so ein bisschen so was Freches, Englisches irgendwie gesehen. Ich als waschechter Engländer bin mit Lemon Curd aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mm. Das wird aus Zitronenschalen gemacht, auch aus Zitronensaft und Eigelb. Das hat so eine Konsistenz. Ja, mega, mega spannend. Ja. Aber es ist, das ist so ein bisschen die Marmalade, glaube ich, oder? Weil ja, das ist die mit Orangen und Marmalade Jam. Ist wäre nochmal mit Abrieb drin. Das ist hier so ein bisschen, ich gebe dir gleich was zum Testen, aber jetzt unabhängig hiervon, heißes, frisches Toast, gesalzene Butter und dann hauchdünn hier Lemon Curd draufgestrichen. Ist echt eine Mahlzeit für sich. Porno perverso, Freunde. Okay, was kommt rein? Jetzt haben wir hier die Minze jetzt drin. Jetzt brauche ich wirklich mal ein bisschen Säure, weil wir haben jetzt schon so zwei Sachen, die recht süß sind. Also die Lemon Curd ist nicht so ganz pappsüß, hat einfach so diese zitronigen Aromen. Jetzt gebe ich noch eine ordentliche Portion Zitronensaft drauf. Ja. Okay. So. Das wird richtig schön fruchtig, säuerlich, erfrischend so ein bisschen. Erfrischend, ne? Auf jeden Fall, aber jetzt kommt so der nochmal dieser freche, wir haben hier einfach einen London Dry Gin, ja. Ich würde sagen, so gefällt mir das. So gefällt mir das, weißt du, wenn das nicht so knausrig ist, sondern so richtig schön rein damit. Was soll der Geiz, was soll der Geiz? Was kostet die Welt, Freunde, was kostet die Welt? Jetzt habe ich hier einen richtig schönen Cox-Apfel, ja, der hat eine richtig schöne Säure noch. Ein bisschen für die Flüssigkeit. Und der Cox-Apfel, wo wächst der denn? Es ist tatsächlich ein englischer Apfel auch, ja. Also auch dieser hier, der kommt natürlich aus Deutschland, aus der Region Altes Land. Na dann, ja, frische Drinks vom alten Land, das machen wir. Kann nicht schlecht sein. So, pass auf, und jetzt werde ich das Ganze, weil ich habe diesen Drink wirklich noch nie gemacht, ja, ich werde das Ganze jetzt einfach mal anrühren. Und dann kann ich jetzt so probemäßig einfach zu testen, ob ich nicht davon sterbe. Wir gehen in die richtige Richtung. Es scheint ihm gut zu gehen noch. Ich hau da jetzt einen Ticken, einfach nur so für die Schärfe noch, ein bisschen Ingwer rein. Ja. Immer gut. Ingwer und so gesund. Geil, ne? Und gesund, genau, damit wir nicht so ein schlechtes Gewissen haben wegen dem Gin. So, und das werde ich jetzt auch noch mal so einen Ticken
andrücken, damit wir nochmal richtig schön diesen Ingwer-Saft rauskriegen. Okay. So, und ich glaube, wir sind ready. Das ist ja auch so ein bisschen Arbeit, ne? Weil viele denken, ja, Barkeeper, locker, ne? Da präche ich mein Studium und meine Schule ab und dann betrinke ich mich vor, während und auch nach der Arbeit. Ist ganz weit weg, oder? Vom eigentlichen Barkeeper-Job. Definitiv. Also das Witzige ist, das muss ich immer erzählen, also viele sagen, okay, du bist professioneller Barkeeper, also arbeitest du nachts am Wochenende in Diskotheken und in Clubs. Mhm. Und ich sage, ehrlich gesagt, arbeite ich mehr tagsüber, ich arbeite mehr unter der Woche, weil es eigentlich so Firmen-Events sind, Messen viele, mhm. Ja, die gehen um 9 Uhr morgens los. Und in Clubs schon mal gar nicht, weil warum soll ein Club mich buchen? Ja? Also das, warum soll ein Club einen mobilen Cocktailservice buchen? Mal Butter bei die Fisch, wie viel von diesen anzugtragenden Messebesuchern hauen sich denn so richtig schön weg bei dir? Morgens um 10, gibt's das auch? Kommt das vor? Das sind die Schlimmsten. Aber ich bin dankbar für euch, dass es euch gibt. Ja? Aber die sind teilweise nicht ohne. Ja, also da hast du schon um 9 Uhr so die ersten Gin Tonics über den Tresen gehen. Das ist heftig. Ja. Trinkt viel und verantwortlich natürlich, ne? Genau. Wir wollen ja nicht. Check ich das Ganze mal. Okay, auf, ja. Hau rein. Du hast auch eine spezielle Technik, ne? Allein die Bewegung war ja schon so leicht kreisförmig. Ja, du willst im Prinzip, also es hört sich jetzt wirklich doof an, aber du entwickelst ja irgendwie so deine eigene Technik. Mhm. Und je nachdem, was im Glas ist, habe ich auch, was im Shaker ist, habe ich auch eine andere Technik. Okay. Also ich weiß, hier habe ich wirklich viele verschiedene Dichten. Ich habe verschiedene, also der Ingwer, da muss ich wirklich so den Saft rauskriegen, der muss einfach hart geshaked werden. Deswegen passe ich mich so ein bisschen an, der Flüssigkeit. Machst du sowas auch noch so nach einem Arbeitstag? Du kommst doch nicht nach Hause, machst dir dann selber auch nochmal einen Shake, oder? Also Shake, also schön verharmlost. Nee, ganz ehrlich, also zu Hause trinken wir gar nicht. Ich trinke einfach extrem, extrem selten. Du musst dir vorstellen, ich bin halt unterwegs, ich bin mobil. Ansonsten auch, ich meine, im Fernsehen kann ich jetzt auch nicht so irgendwie mit einer Fahne ankommen. Insofern bin ich ja eigentlich immer sehr, sehr, sehr straight. Harald Juncker hat das auch Jahre geschafft, ne? Ja, der konnte es einfach. Der wusste, wie es geht. Der hat dem Ganzen einfach einen schönen Slogan noch verpasst und dann ging das Ganze, ne? Wir sind fast schon fertig, oder? Fast fertig. Ich habe den jetzt abgeseiht. Mhm. Ey, ich sehe gerade, der hat eine richtig schöne, irgendwie so eine cremige... Total. Wie heißt es? So eine transluzente Farbe bekommen. Total gut. Das sieht, ich möchte mich gleich reinlegen am liebsten. Mein Gesicht passt nur zur Hälfte rein. Pass auf, den mache ich jetzt einfach nur noch mal für die Nase. Einfach nur so zwei Scheiben Ingwer und für die Optik. So, und das wäre der, wie heißt denn der? Wie heißt der denn eigentlich? Du musst dem Kind jetzt auf jeden Fall einen Namen geben. Entweder Cremissimo Forte alla Ego FM. Damn, so heißt der. Oder? Wollen wir das so machen? Auf jeden Fall. Gerne, ja, lieber. Du hast den selber noch gar nicht? Ich habe den noch nicht probiert, aber ich gebe dir den. Freunde, ich vertraue diesem Nick. Der hat nämlich ein tolles Buch geschrieben. Das müssen wir eigentlich auch mal fast in die Kamera halten gleich. Das kann ich auch. Boah, hör mir auf, mein Lieber. Der ist ja wirklich lecker. Was? Der ist echt lecker. Vor allem, ich mag diese Ingwer-Schärfe so. Ja, kommt die so ein bisschen raus? Mm. Mhm. Da muss ich jetzt auch mal. Test sie mal. Genehmigt. High five. Aber den Namen kann ich nicht nochmal wiederholen. So locker, flockig, wie du aus der Hüfte geschossen hast. Cremissimo Forte alla Ego FM, Freunde. Wenn ihr das mal zu Hause nachmachen wollt, dann bucht euch diesen netten Herrn. Er kommt vorbei mit seinem Buch, mit der Minze, mit allem, was so dazugehört. Und ich weiß gar nicht, könnte das dein Lieblingsdrink werden? Es gibt keine Lieblingsdrinks, sondern es gibt nur die perfekten Drinks für den perfekten Anlass. Das klingt sehr vernünftig und ich glaube, da kann ich auch schon gar nicht mehr allzu viel dazu sagen. Nick, ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ab jetzt Montag bis Freitag immer hier bei uns, bei Ego FM, ja, in der Redaktion, mhm, mischt für die Künstler und vor allem für die Moderatoren die Drinks. Im Penthouse.